Der zweite Grimme Online Award 2015 in der Kategorie Information geht an MH17, die Suche nach der Wahrheit. Juli 2014. Ein Flugzeug stürzt über der Ostukraine ab. Was ist passiert? Das gemeinnützige Recherchebüro Korrektiv will es ganz genau wissen. Keiner mag sich erinnern, dass an dem besagten Tag, dem 17. Juli, hier Raketensysteme gestanden hätten. Sie fahren in die Ukraine, machen sich auf die Suche nach der Wahrheit zu Flug MH17. Und alles, was sie finden, veröffentlichen sie. In Audios, Karten, vielen Fotos, die Interviews mit den Zeugen. Sie verfolgen den Weg, den die Puck-Rakete genommen hat, bis sie zum Abschussort kam. Und gestalten die Rechercheergebnisse schon mal außergewöhnlich. Das macht die Webreportage spannend und nachvollziehbar. Fast als wäre man selbst auf Recherchereise in der Ukraine gewesen. Ja, also im Sommer 2014 ist Korrektiv gegründet worden aus dem Erbe einer verstorbenen Milliardärin und unter Aufsicht des früheren Kanzleramtsministers Bodo Hombach. Und drei Monate später befindet sich Markus Benzmann in der Ostukraine mitten in seinen Recherchen zu MH17. Er ist dort als Partner des Spiegels und des holländischen Allgemeinen Dagblads. Die nutzen ihn, um herauszufinden, wo der Start dieser Buk-Rakete gewesen sein könnte. Die Öffentlichkeit erwartet halt klare Antworten. Und da schicken sie jetzt halt dieses Korrektiv vor, die, ich sag mal, Drecksarbeit zu machen, um dann daraus zitieren zu können. Und grundsätzlich ist dieses Modell ja auch überhaupt nicht falsch. Die Journalisten sind heutzutage überlastet. Es recherchiert niemand mehr ordentlich. Insofern ist es gut, wenn es eine Institution gibt, wie Korrektiv, die Geld haben, um tiefgründig zu recherchieren und dann fundierte Berichte an die Presse weiter zu verkaufen. Das halte ich für sinnvoll. Aber nicht auf diesem Weg, wie das in der MH17-Geschichte passiert ist, weil das überhaupt keine saubere Arbeit war, Zeugen falsch zu zitieren, ja sogar verfälschend zu zitieren. Denn das ist ja, wir reden ja von gegenteiligen Aussagen hier. So, und Graham Phillips hat halt vorgeschlagen, wir gehen die mal besuchen, damit war ich auch einverstanden und bin davon ausgegangen, dass wir ein Konfrontationsgespräch führen. Also dass ich Herrn Benzmann vortrage, was ich gesehen habe, und Herr Benzmann soll seine Recherche verteidigen. So war der Gedanke. Aber der Herr Benzmann war halt da nicht anwesend in dem Büro. Und da Graham Phillips aus der ganzen Situation was produzieren wollte, damit die Geschichte nicht wieder einfach unter ferner Liefen und den Teppich gekehrt wird, hat er halt provoziert, hat in dem Büro gefilmt und die Leute dort als Lügenpresse bezeichnet. Es ist der 2. August 2016. Laut Bild-Zeitung stürmen zwei pro-russische Aktivisten die Redaktionsräume des Recherchenetzwerkes Korrektiv. Sie fragten nach dem Reporter Markus Benzmann und begannen sofort zu filmen. Die FAZ berichtete von Krawallmachern, welche randalierten, und laut Informationen von NTV waren diese sogar maskiert. Doch von Masken keine Spur, wie man im Video des britischen Journalisten Graham Phillips sieht. Er dokumentierte den kompletten Redaktionsbesuch für seinen YouTube-Kanal. Und auch von Hineinstürmen kann nicht die Rede sein. Sie wurden bereitwillig von den Mitarbeitern eingelassen. Hallo. Randale? Fehlanzeige. Hallo. Markus Benzmann. I want to do an interview with Markus Benzmann. I think it's Mark. I want to know why you guys, the Lügenpresse, why you tell so many lies at Korrektiv. You've lied about MH17.
Lediglich die Tatsache, dass Phillips filmte, wie er Korrektiv des Lügens beschuldigte, veranlasste die Redaktionsmitarbeiter, die ungebetenen Gäste etwas unsanft vor die Tür zu setzen. Wer sich das Video anguckt von Graham Phillips, kann darüber streiten, ob das klug war, so vorzugehen. Aber die Behauptungen, die dort aufgestellt wurden, waren in jedem Fall nicht nur abwegig, die waren erstunken und erlogen. Und das ist natürlich das Absurde auch, dass diese Massenmedien wütend darüber, dass sie jemanden als Lügenpresse bezeichnet, dagegen vorgehen, indem sie lügen. Also besser konnte man sich ja gar nicht entlarven. Ich treffe mich mit dem freien Journalisten Billy Six. Ich möchte mehr erfahren über die Hintergründe seines ungebetenen Besuchs beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Billy Six ist bereit, mir seine Beweggründe ausführlich darzulegen. Am Ende werde ich beginnen zu verstehen, warum man seinen harmlosen Besuch der Korrektivredaktion medial in die Nähe eines Terrorangriffes rückte und sogar der Auslandsrundfunk Deutschlands den Vorfall prominent platziert, allen Ernstes als einen Angriff auf die Pressefreiheit bezeichnete. What we saw today really is, or 2 days ago, is a propaganda machine at work. What can be done against that? We can oppose to this as information, facts and enlightenment. That's the only thing we can do and what we have to do. And I still have this optimistic belief that when you do your work properly, when you explain what you do, when you, you know, do it thoroughly, that then in the end you are able to persuade people in what you're doing. And I think the story we did on MH17 persuaded a lot of people. It did. We got many awards for this, which shows that it cannot be that bad what we did there. Right. Für Billy Six sind die Korrektivrecherchen zu MH17 nicht nur schlecht, sondern schlichtweg dreist gelogen. Er selbst recherchierte ein Jahr lang in der Ukraine und befragte über 120 mögliche Zeugen, Militärangehörige und Sachexperten. Aufgrund dieser umfangreichen Recherchearbeit wurde er auch von der Kommission, welche die offizielle Untersuchung leitet, zu einer Anhörung geladen. Anders als Markus Benzmann, dessen Recherchen die Kommission auf Nachfrage von Billy Six als unseriös einstufte. Der Grund für Billy Six Recherchen zum Fall MH17? In einem Video von Nuviso hatte er darüber mehr gesehen als anderswo. Ich war ein Jahr in der Ukraine gewesen, und zwar von Februar 2014 bis Februar 2015. Und als das im Juli 2014 passiert ist, war ich auf dem Maidan. Und ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Abend, weil eine große Trauerzeremonie vor der holländischen Botschaft stattgefunden hat, mit vielen, vielen Blumen der Kiewer Bevölkerung. Und in den nächsten Tagen gab es viele Pressekonferenzen im UA Crisis Center am Maidan, wo also ukrainische Offizielle ihre Version vorgestellt haben. Unter anderem auch der damalige SPU-Chef Nadi Vaischenko, aber auch verschiedene ukrainische Offiziere. Und das klang für mich alles sehr plausibel mit den Bildern, die da gezeigt wurden von Buk-Geräten, die transportiert worden sind. Ja, und dann kam plötzlich durch die Recherche im Netz halt dieses Video von Nuviso TV, 3 Stunden, was ich mir also interessiert angeschaut habe und dann gedacht habe, boah, das ist ja das komplette Gegenteil hier. Und